Hallo Internet. Viele von Ihnen kennen AS Interface, den ASIBUS, aus dem Bereich der Automatisierungstechnik. Man kann das System allerdings auch für die Gebäudeautomatisierung einsetzen. Heute bin ich bei der Firma Biel & Wiedemann. Die haben das nämlich bei ihrer neuen Werkhalle gemacht und ich schaue mal rein, um zu sehen, wo dort überall AS Interface drinsteckt. Hier bin ich in der neuen Werkhalle von Biel & Wiedemann und hier ist ASI im Einsatz zur Gebäudeautomatisierung. Bei mir ist der Herr Lang, Sie sind Vertriebsleiter, Sie sind zuständig für den Bereich der Gebäudeautomatisierung bei Biel & Wiedemann. Jetzt mal eine Frage, wieso verwenden Sie nicht Backnetz und typischen Gebäudebus, warum nehmen Sie ASI? ASI ist die perfekte Ergänzung zu einem Backnetzsystem auf der Gebäudeleitebene und ASI auf der Feldebene. Was wären so die wichtigsten Vorteile, die ASI im Vergleich zu anderen Verdrahtungsmöglichkeiten hat? Wir sind bei ASI vollkommen flexibel in der Topologie. Das heißt, wir haben eine Baumtopologie. Sie können jederzeit an einer beliebigen Stelle eine neue Verknüpfung erstellen, einen Stich anfügen und dort Busteilnehmer nachrüsten. Und wie das im Gebäude ausschaut, schauen wir uns jetzt genauer an. So Lang, wo haben Sie denn jetzt überall in diesem Gebäude ASI versteckt? Wir führen einmal den ASI-Bus komplett um das ganze Gebäude an der Fassade entlang. Mhm. Auf dem Bus hängen Slaves zur Ansteuerung von Jalousien, von Beleuchtung, zur Fensteröffnung. Und sie kommen gerade zum perfekten Zeitpunkt. Wir haben am Freitag die Fensterantriebe geliefert gekriegt. Mhm. Und hier oben sehen Sie meinen Kollegen, der gerade dabei ist, einen Slave zur Ansteuerung der Fenster nachzurüsten. Hier läuft jetzt alles zusammen. Was sehen wir hier genau? Wir nehmen mit ASI die Daten an den Stellen auf, wo sie wirklich anfallen, um das Optimum an Verkabelung einzusparen. Wir haben hier Slaves, mit denen wir die Energieverbräuche in diesem Schaltschrank aufnehmen und bestimmte Sachen vor Ort direkt steuern. Und natürlich hier unten sehen Sie das Herzstück eines jeden ASI-Kreises, den ASI Master, mit Schnittstellen zu BugNet, Modbus oder was auch immer Sie als übergeordnete Steuerung verwenden möchten. Wunderbar, das klingt ja fast schon wie Industrie 4.0 fürs Gebäude. Aktor-Sensor-Interface. Hier sind einige der Sensoren, die man braucht für die Gebäudeautomatisierung. Ein Regensensor zum Beispiel, ein Windsensor. Der Temperatursensor versteckt sich da hinten im Schatten auch noch ein Stück weit. Es gibt weitere Lichthelligkeitssensoren, die für die Beleuchtungsanlagen und Beschattung zuständig sind. Die Photovoltaik, die hinter mir zu sehen ist, regelt zudem auch noch die Klimaanlagen. Das heißt, wenn genügend Energie da ist von der Sonne, erst dann wird die Klimaanlage angeschaltet. Da wird richtig Energie gespart. Bestimmt haben Sie sich auch schon mal geärgert, dass der Lichtschalter genau das Licht nicht schaltet, das Sie schalten wollen. Umbauen ist schwierig. Nicht so hiermit. Das ist ein ASI-Slave für die Unterputzdosenmontage und damit können Sie dann über die Steuerung dem Lichtschalter sagen, ob er das Licht oder sogar das Licht im Nachbarzimmer steuert. Clever, ne? Die Einsatzbereiche, das klang jetzt alles sehr schlüssig und sehr praktisch. Sie haben aber auch gesagt, dass es sehr einfach zu installieren ist. Wie einfach ist es denn? ASI ist so einfach anzuschließen, das kann jeder. Mit dem ASI-Flachbandkabel, der Piercing-Technik, klipsen Sie sich einfach an eine beliebige Stelle aufs Kabel auf und schließen einen neuen Slave an. So einfach ist das Nachrüsten mit ASI-Interface. Könnte ich das auch? Probieren Sie es aus. Selbstverständlich können Sie das. Okay, ich werde jetzt versuchen, diesen Klappenantrieb für Lüftungsklappen oder für Brandschutzklappen mit diesem ASI-Bus zu verbinden, und zwar über diesen Slave. Die Zeit läuft. Fertig, und schon läuft der Stellantrieb. Wahrscheinlich kommt es doch das Internet of Everything. Zumindest konnten wir heute bei der Firma Biel & Wiedemann sehen, wie man mit einer Automatisierungstechnik das ganze Gebäude sinnvoll, nützlich und kostengünstig automatisieren kann. Das klappt auch mit Ihrer Anlage. Tschüss, bis zum nächsten Mal.